Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Vorfeld dieser Landtagsdebatte veröffentlichte der Nordkorea einen Artikel mit der Überschrift »Die Abiturienten sollen es einfacher haben«. Ich habe mich beim Lesen dieses Artikels oder dieser Überschrift gefragt, was wohl passiert wäre, wenn ich dem Parlament oder in einer Landespressekonferenz den Vorschlag unterbreitet hätte, dass die Abiturienten es in Zukunft einfacher haben sollten. Ich hätte erstens Probleme mit Herrn Renz bekommen. Ja, das ist wahr. Aber ich hätte jedenfalls damals jede Wette angenommen, dass aus der Opposition dann folgende Kritik mich erreicht hätte. Aha, der Bildungsminister bekommt objektiv bestehende Schwierigkeiten im Schulsystem nicht in den Griff und anstatt die Probleme zu lösen, werden die Leistungsansprüche abgesenkt, um die Abiturientenquoten erhöhen zu können und in Pressekonferenzen mehr Abiturienten zu bekommen. Insofern ist das eine spannende Debatte, wie ich finde. Im Rahmen dieses Artikels sind allerdings auch ein paar, wie mir scheint, Fehlinterpretationen der Datenlage in die Öffentlichkeit geraten. Allerdings sind diese hier auch wieder vorgetragen worden von Abgeordneten der Opposition mit Bezug auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Berger. Die erste These, die aufgestellt wird, seit 2008 hätten sich die durchschnittlichen Mathematiknoten der Abiturienten deutlich verschlechtert. Das ist so nicht richtig. Wenn man sich die Angaben, die wir veröffentlicht haben, genau ansieht, dann stellt man etwas sehr Interessantes fest, nämlich, dass sich die Noten im Mathematikleistungskurs trotz Einführung des G8-Abiturs im Hauptfach ohne CAS deutlich verbessert haben, während umgekehrt im Grundkurs Mathematik bzw. bei der Prüfung auf Grundkursniveau Mathematik sich die Leistungen verschlechtert haben. Und insofern ist ja die Frage, etwas differenzierter zu stellen, woran das liegen könnte. Eine nächste These, die im Moment vertreten wird, ist, dass seitdem es das G8-Abitur gibt, die Zahl von Schülern sich ständig wiederholen würde oder sogar rapide gestiegen sei, die Klassen wiederholen würden. Auch dies ist nicht richtig. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, aus der Kleinen Anfrage einfach die Gesamtwiederholungsquoten in den Klassenstufen 10 bis 13 bzw. 10 bis 12 zu addieren. Da ergibt sich folgendes Bild. Im Schuljahr 2004-05 waren es noch 6,9%, 2005-06 waren es 9,4%, 2006-07 8,5%, dann steigt es deutlich an zum Schuljahr 2008-09 auf einen Spitzenwert von 16,1%, 8,9%. Und seitdem sinkt diese Quote kontinuierlich und im Schuljahr 11-12 bei 10,8%, wo wir im Moment liegen, weiß gar keiner. Man könnte aus diesem Datenmaterial auch eine ganz andere Schlussfolgerung ziehen, nämlich dass die Umstellung des Abiturs offenbar am Anfang Schwierigkeiten bereitet hat und sich diese Schwierigkeiten langsam auswachsen. Auch solche eine Interpretation wäre möglich. Wie fundiert sie sachlich wäre, kann ich nicht einmal sagen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das Datenmaterial die in der Öffentlichkeit vertretenen Thesen nicht hergibt. Und es gibt auch nicht die Thesen her, dass insgesamt durch die Einführung des G8 die Noten im Abitur schlechter würden. Das ist nicht der Fall. Das Gesamtprädikat im Abitur, im 13-jährigen Abitur im Schuljahr 2005 war 2,41 und das Gesamtprädikat Abitur 12 Jahre war im Schuljahr 2011 2,42. Es hat sich also um 0,01 Notenpunkte verschlechtert. Das heißt, es gibt in der Tat im Mathematik-Grundkurs insbesondere ein Problem, aber es gibt nicht das, worüber gestritten wird, dass angeblich durch die Veränderung der Abiturjahres eine Verschlechterung der Noten insgesamt gibt. Das ist nicht der Fall. Was ist eigentlich das Ziel der Debatte, habe ich mich gefragt. Worum geht es? Und wenn auch nur ein Funken davon wahr sein soll, was der Nordkorea erwartet, dass es darum gehen soll, dass Abiturienten es einfacher haben sollen, dann muss es ja auch um die Frage gehen, wie viele Abiturienten soll es denn geben und soll es mehr geben und wie schaffen wir das? Sehr geehrte Frau Berger, ich beziehe mich gerade auf Ihre Anträge. Dass Sie sich dabei auf den Koalitionsbetrag der Koalitionsfraktionen oder der Parteien beziehen, ehrt uns. Was ist also das Ziel der Debatte und der Anträge? Es muss um die Frage gehen, wie man die Abiturientenquote erhöht. Die Frage, die kaum gestellt wird, was mich verwundert ist, zu welchen Bedingungen denn? Kann es denn ein Weg sein, in Mecklenburg-Vorpommern die Abiturientenquote dadurch zu erhöhen, dass man die Leistungsanforderungen absenkt? Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das kann man nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Wir könnten dieselbe Debatte dann zum Beispiel auch bei den Schülerinnen und Schülern ohne Berufsreife führen. Wir haben eine hohe Quote von Schülerinnen und Schülern, die die Berufsreife nicht erwerben. Da gibt es viele Gründe für, auch durchaus Fehler im System, Frau
Oldenburg weist da auch bisweilen darauf hin und auch zu Recht, sagt nur Vorlaufklassen. Aber es gibt auch Gründe, die an einer anderen, völlig anderen Stelle liegen. Wussten Sie denn, oder wahrscheinlich wissen es viele von Ihnen, dass man in Bayern die Berufsreife selbstverständlich mit einer 6 auf dem Zeugnis bekommt und in Mecklenburg-Vorpommern nicht? Und Bayern hat dann natürlich weniger, die die Berufsreife nicht schaffen, und Mecklenburg-Vorpommern mehr. Und jetzt können wir uns alle als Parlament die Frage stellen, wollen wir das denn auch, wie in Bayern, in Zukunft in diesem Land ein Schüler mit einer 6 auf dem Zeugnis seine Berufsreife erhält? Wollen wir auf diese Art und Weise die Bildungsstatistiken bereinigen? Ich muss Ihnen sagen, das ist nicht mein Weg, und ich glaube auch nicht, dass die Koalitionsfraktionen ihn unterstützen würden, wenn ich ihn vorschlagen würde. Was ist also die Zielmarke? Wie viele Abiturienten sollen es denn sein in Deutschland? Und ich möchte vielleicht mal auf ein paar Beispielländer, die unser Vorbild sein könnten, verweisen. Exorbitante Abiturientenquoten haben zum Beispiel Bremen und Hamburg. Bremen mit 40,7% und Hamburg mit 44%. Fast die Hälfte der Schüler macht das Abitur. Ich erlaube mir nur am Rande den Hinweis, dass es insbesondere diese Stadtstaaten sind, die bei bundesweiten Bildungsvergleichen ganz, ganz unten abschneiden. Und da muss man sich die Frage stellen, wie passt das eigentlich zusammen? Und ich möchte einen Beispielfall vorlesen, mit Genehmigung der Präsidentin, woran es liegen könnte. Ich zitiere einen Artikel, und ich hoffe, es ist für Sie interessant, einen Artikel bzw. Aufsatz von Herrn Professor Hans-Peter Klein, Fachdidaktiker für Biologie an der Universität Frankfurt am Main. Herr Klein hat einfach mal folgenden Versuch gestartet, und jetzt wird es interessant, hoffe ich, für Sie. Zitat, eine erste Ernüchterung über die vermeintliche Lösung aller Bildungsprobleme durch Kompetenzorientierung ergab sich nach der an dieser Stelle vorgestellten Untersuchung zum Zentralabitur im Fach Biologie in Nordrhein-Westfalen. Was hat Herr Klein als Professor gemacht? Folgendes. Unvorbereitete Neuntklässler hatten einen Leistungskurs Abiturklausur in Biologie problemlos bestanden. Das Geheimnis der ungeahnten Qualitätsexplosion, alle Lösungen standen im Aufgabentext. Man brauchte nur Lesekompetenz, um sie ab- oder umzuschreiben. Fachwissen, methodisches Können, Fehlanzeige. Zitat Ende. Herr Professor Klein hat dasselbe versucht, dann mit einer Mathematik-Abiturklausur in der 11. Klasse, Thema Analysis. Die Schüler hatten diese Aufgabenbereiche noch gar nicht, und auch dort haben fast alle die Prüfung bestanden, weil die Prüfungsformate so konstruiert sind, dass die Lösungen bereits in der Aufgabe enthalten sind. Und meine Damen und Herren, das scheint eine Entwicklung in Deutschland zu sein, die kein Einzelfall ist. Und umso wichtiger ist es, Frau Oldenburg, dass wir zu den Ländern gehören, die mit aller Kraft darauf dringen, dass es in Deutschland ein Zentralabitur gibt, wo diese Spielchen aufhören und wo sich die Bürgerinnen und Bürger und die Schülerinnen und Schüler darauf verlassen können, dass dort, wo Abitur draufsteht, auch Abitur drin ist. Und dann werden sich vielleicht auch ganz andere Debatten über Abiturientenquoten ergeben. Und dann werden andere Länder vielleicht auch nicht mehr 44% Abiturienten haben. Und es könnte auch einen Zusammenhang geben zu den Leistungsproblemen im Bereich Mathematik. Warum? Sie bereiten sich auf Ihre Reden vor, ich auch. Ich habe mich gewandt an Professor Elsbeth Stern von der ETH Zürich. Wie Sie, eine ganz bekannte Intelligenzforscherin in Europa, eine der renommiertesten. Ich habe ihr folgende Fragen gestellt. Hören Sie mal, wir haben folgendes. Erstmal erste Frage, wie ist eigentlich die Intelligenz in der Bevölkerung verteilt? Sagt die Intelligenzforscherin, normal verteilt. Wie alles. Zweitens frage ich, wie sehr kann man durch Pädagogik dies beeinflussen? Da sagt sie, nun, da gibt es große Grenzen, weil ein erheblicher Anteil der Intelligenzverteilung biologisch sozusagen mit beeinflusst wird. Es gibt da also Grenzen, es sind nicht 100%. Ich will das gar nicht beurteilen, weil ich kein Intelligenzforscher bin. Ich nehme nur zur Kenntnis, dass die das so sehen. Und dann habe ich ihr die Frage gestellt, aber wie ist denn das, wenn es Normalverteilung gibt und nur begrenzt beeinflussbar ist, warum steigen dann die Abiturientenquoten so rapide in kurzer Zeit? Wie geht denn das? Könnte es daran liegen, dass wir systematisch das Anspruchsniveau der Aufgaben absenken, um die Quoten zu erhöhen? Da sagt sie, Vorsicht, die Schlussfolgerung ist vielleicht ein bisschen vorschnell. Weil wir im gegliederten Schulsystem natürlich das Problem haben, dass nicht alle, die eigentlich das Abitur machen sollten, auch im Gymnasium oder an Schulen sind, wo man das Abitur erwerben kann. Das ist eine Folge des gegliederten Schulsystems, dass es nicht schafft, die Schüler wirklich leistungsgerecht an den Ort zu bringen, wo sie hin sollen. Da gibt es also an der regionalen Schule auch viele, die das Abitur schaffen könnten und aus welchen Gründen auch immer nicht ans Gymnasium gehen. Und am Gymnasium umgekehrt.
Deswegen sagt sie, das kann auch ein Effekt der Tatsache sein, dass es dem Schulsystem vielleicht inzwischen besser gelingt, diese Kinder auch aufs Gymnasium zu bringen. Da habe ich aber mal die Frage gestellt, gut, wenn es so ist, wie hoch müsste denn eine Abiturientenquote sein aufgrund ihrer Lage, ihrer Intelligenzforschung? Und ich möchte Ihnen einfach nur kommentarlos vorlesen, was sie geantwortet hat. Eine Abiturientenquote von 20-25% wäre aus Sicht der Intelligenzforschung sinnvoll, aber eben unter der Voraussetzung, dass Intelligenz und Leistung und nicht soziale Herkunft den Zugang bestimmen. Wir sind inzwischen, meine Damen und Herren, bei 29,7% Abiturientenquote. Und jetzt könnte es folgenden Zusammenhang geben. Ich kann das nicht beantworten, ob das so ist, aber ich glaube, diese Frage muss man sich mal stellen. Dass die langsam schlechter werdenden Leistungen in den Grundkursen Mathematik vielleicht auch damit zu tun haben, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler auf das Gymnasium gehen, für die das eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Und dass das natürlich auch dann dazu führen kann, dass die Leistungen leicht schlechter werden. Und das ist das, was ich in dieser Debatte vermisse. Ich höre, wir müssen schülerorientierter werden. Es sollen sich alle wohlfühlen. Das muss also eine Spaßfabrik sein. Und ich würde gerne daran erinnern, das Abitur ist eine Auszeichnung. Das Abitur ist mit herausragenden Leistungen des Lernens verbunden. Und diese Leistung haben Schülerinnen und Schüler zu erbringen und Lehrerinnen und Lehrer haben sie darin zu unterstützen. Aber ein junger Erwachsener bleibt immer auch mitverantwortlich dafür, was er leistet und wie viel er Anstrengungsbereitschaft in sein Abitur steckt. Und deswegen, glaube ich, können wir uns hier auch im Interesse der Lehrerinnen und Lehrer, keine Debatte leisten, wo wir diesen Aspekt völlig ausklammern. Denn ansonsten ist die Schule ja sowas wie eine Dienstleistungseinrichtung. Ich habe ein Grundrecht auf ein Abitur, betrete den Klassenraum und sage, Frau Lehrerin, nach 12 Jahren habe ich mein Abitur, jetzt sieh zu, wie du das mit mir anstellst. So, glaube ich, funktioniert gute Schule nicht. Man kann also aus meiner Sicht, aus den Daten, die uns im Moment vorliegen, überhaupt nicht schlussfolgern, was hier teilweise geschlussfolgert wird. Ich gebe zu, die Schlussfolgerungen sind nicht ausgeschlossen, dass sie richtig sind, Frau Oldenburg. Aber die Datenlage gibt das, glaube ich, nicht her. Trotzdem ist die Debatte notwendig, aber ich glaube nicht aus den Gründen, die Frau Oldenburg hier in den Vordergrund gestellt hat. Ich würde von hinten kommen. Sie kommen sozusagen aus der Geschichte und aus der gegenwärtigen Situation in Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte von vorne kommen. Was sind die allgemeinen Rahmendaten? Die Kultusministerkonferenz hat sich darauf verständigt, dass ab dem Jahr 2017 deutschlandweit standardbasierte Prüfungsaufgaben fürs Abitur gelten sollen. Das ist eine Harmonisierung in Deutschland. Sie wissen, Herr Tesch hat darüber hinausgehend einen Prozess eingeleitet, dass wir mit einigen Bundesländern ein gemeinsames Zentralabitur schreiben wollen in einigen Fächern, was noch mal weit über den Beschluss der KMK hinausgeht. Und jetzt kommen die Konsequenzen. Wenn man das macht, dann ist die erste Frage, die man klären muss, und zwar deutschlandweit, ja, auf welchem Niveau denn? Wie viele Abiturienten sollen es denn sein? Welche Quote? Auf welchem Niveau sollen sich die Aufgaben bewegen? Darüber müssen sich die Bundesländer verständigen. Das ist die erste und entscheidende Frage, weil davon hängt alles andere ab. Denn alles bereitet auf die Prüfung vor. Die zweite Sache, die wir zu klären haben, wenn wir zentrale Abiturprüfungen haben, dann werden wir in diesen Fächern deutschlandweit einheitliche Rahmenpläne brauchen. Es kann ja nicht sein, dass man am Ende die gleichen Arbeiten schreibt, aber nicht dasselbe im Unterricht hatte. Man wird dann deutschlandweit das als Minimum definieren müssen. Man hätte als drittens die Frage auf dem Tisch, wie eigentlich die Stundenverteilung aussieht. Wie viele Mathestunden in welcher Jahrgangsstufe dann unterrichtet werden, in welchem Bundesland. Denn wenn das logisch sein soll, müssten sich die Bundesländer auch hier auf einen Minimalkonsens einigen und sagen, in der Klasse 12 hat jeder 4 Stunden oder 5. Dann werden wir uns darüber unterhalten müssen, dass auch die Prüfungsanforderungen einheitlich sind. Die Zahl der Prüfungen, die Art und Weise der Anrechnung und. Da gibt es schon viele Standards bei der KMK, aber es ist viel zu klären. Und deswegen, Frau Oldenburg, würde ich auch noch nicht ganz mitgehen mit dem, was Sie geschrieben haben in Ihrem Antrag, die Zahl der schriftlichen Prüfungen muss reduziert werden. Das sehe ich noch nicht. Das sehe ich noch nicht, allein deshalb, weil zum Beispiel ein Land wie Bayern, mit dem gemeinsam wir ein Abitur machen, auch 5 Prüfungen hat, wie wir. Und wenn wir gemeinsame Standards entwickeln wollen, wird man zwischen den Ländern vielleicht auch einen Kompromiss eingehen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, wenn ich zu meinem Kollegen Spänle fahre, hier aus dem hohen Norden, und ich sage, pass mal auf, Meister. Ja? Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben das alles genau durchdacht und so musst du das machen. Ich glaube nicht, dass denen das so unmittelbar beeindruckt. Und da habe ich auch Verständnis für. Die nächste Frage, die wir zu klären haben, wie viele Fächer sollen denn auf erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet werden? Ich weiß nicht, ist nicht richtig bekannt, glaube ich. Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sind die einzigen Länder, die in mehr Fächern auf erhöhtem Anforderungsniveau unterrichten als die anderen Länder. Wir haben dort höhere Standards. Ich darf daran erinnern, was die Grundidee war. Herr Professor Mittelmann hat das damals eingeführt. Der Grund war, es gab große Klage aus Wirtschaft und Universität, dass man gesagt hat, die Absolventen haben nicht mehr in den Kernfächern die Grundkompetenzen. Das Abitur ist aber dazu da, um allgemeine Hochschulreife zu erreichen. Also die Fähigkeit, alle Fächer im Prinzip studieren zu können. Dazu brauche ich eine fachliche Grundausstattung und die ist nicht mehr da. Da hat der Professor Mittelmann gesagt, gut, Schlussfolgerung,
Kernfächer und diese Kernfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau. Ich finde diese Überlegung zunächst einmal eigentlich naheliegend, wenn man davon ausgeht, was allgemeine Hochschulreife bedeutet. Wir werden uns trotzdem natürlich die Frage stellen müssen, schon allein wegen der bundesweiten Harmonisierung, ob das so bleiben kann. Aber es war jedenfalls keine verrückte Idee. Dann die nächste Frage, Frau Oldenburg. Soll das erhöhte Anforderungsniveau im Klassenverband oder im Grund- und Leistungskursen unterrichtet werden? Und das finde ich ganz spannend. Man könnte nämlich sagen, dass die Abschaffung der Grund- und Leistungskurse der erste Schritt hin zur Inklusion in dem Gymnasium war. Ich finde das verblüffend, dass wir auf der einen Seite alle Schüler zusammenführen wollen in eine Klasse, aber plötzlich bei der Oberstufe wieder in die entgegengesetzte Richtung gehen. Man kann das ja machen. Man kann da vielleicht gute Argumente finden. Aber es muss insgesamt jedenfalls noch logisch und schlüssig bleiben, was wir argumentieren. Der nächste Punkt. Wie viele Schüler scheitern heute eigentlich, Frau Oldenburg hat es schon angesprochen, vor dem Abitur am Gymnasium und nicht während der Qualifizierungsphase? Und ist es denn richtig, Frau Oldenburg, da würde mich Ihre Meinung interessieren, und das könnte eine Mitursache dafür sein, dass bei uns nach Klasse 6 im Moment eben nicht Noten, sondern ausschließlich der Elternwille entscheidet, ob jemand aufs Gymnasium geht oder nicht. Sie haben ja hier den Antrag gestellt. Die nächste Frage. Kann man überhaupt Noten entscheiden lassen, solange es keine einheitlichen Bewertungsmaßstäbe im Land gibt? Im Moment macht nämlich jede Schule ihren eigenen Bewertungsmaßstab. Kann man dann überhaupt Noten entscheiden lassen? Und wenn es dann ab dem übernächsten Schuljahr eine entsprechende Verordnung gibt, die das regelt, das ist ja schon gesetzlich vorgegeben, reichen denn diese Bewertungsmaßstäbe aus, um tatsächlich in den Schulen gleich zu handeln? Stellen denn die Lehrer gleich schwere Aufgaben? Denn Sie können ja einen einheitlichen Bewertungsmaßstab haben, alles wunderbar, aber wenn der eine Lehrer eine ganz einfache Mathe-Klausur macht, der andere eine ganz schwere, ist das wieder nicht dasselbe. Dann die nächste Frage, Frau Oldenburg hat es aufgeworfen, völlig richtig. Müssen wir in diesem Zusammenhang auch über eine Stundenverlagerung zwischen den Jahrgangsstufen diskutieren? Und ist das noch kompatibel mit dem, was wir mit anderen Ländern zu vereinbaren haben? Das ist nämlich genau der Punkt, das können wir nicht einfach alleine machen, wenn wir gleichzeitig harmonisieren und ein Zentralabitur haben wollen. Und der letzte Punkt, die man beantworten muss, was ist eigentlich mit der Inklusion im Gymnasium? Wie reformieren wir das Abitur so, dass es auch inklusionskonform ist? Und ich finde, es gibt eine relativ einfache Idee, das zu machen, aber unglaublich schwer umzusetzen. Wir könnten zum Beispiel einfach darüber reden, dass neben die normale Hochschulreife tritt eine fachgebundene Hochschulreife. Dass also Schülerinnen und Schüler, die in bestimmten Teilsegmenten des Leistungsspektrums nicht erfolgreich sein können, weil sie benachteiligt sind, dass sie in diesen Fächern auch nicht zensiert werden und dass diese Fächer auch nicht gewertet werden, das aber die Konsequenz hat, dass sie diese und ähnliche Fächer auch nicht studieren können, weil sie ja aus demselben Grund auch diese Fächer nicht benotet bekommen. Das wäre, eine fachgebundene Hochschulreife in das System zu integrieren, wunderbar, aber es ist extrem kompliziert. Dasselbe müsste man bei Berufsreife, bei mittlerer Reife machen und dann müssten wir Berufe stricken, die so funktionieren. Da müssten wir mit den Hochschullehrern darüber reden, ja, welche Fächer kann man denn studieren, wenn man welche Teilleistungsstörung hat und welche nicht. Das ist also ein hochkomplexes Unterfangen. Auch das geht nicht von heute auf morgen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen jetzt Folgendes sage, aber es ist die Wahrheit. Frau Oldenburg, selbstverständlich werden all diese Fragen seit geraumer Zeit in den länderübergreifenden Arbeitsgruppen, die sich im Moment mit der Vorbereitung des gemeinsamen Abiturs beschäftigen, diskutiert. Dort werden diese Dinge gesammelt, weil natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die das bearbeiten, auch merken, dass das so ist und verstehen, dass an dieser Grundsatzentscheidung des Zentralabiturs unglaublich viele Systementscheidungen hängen. Aber ich bitte Sie um Verständnis dafür. Es hat keinen Sinn, als Land Mecklenburg-Vorpommern jetzt eine grundsätzliche Reform zu machen, eine tiefgreifende Reform, die nicht anschlussfähig ist an das, was uns ab Mitte des Jahrzehnts in Deutschland erwartet. Und wir dürften dann die nächste umfassende Reform machen, um dann wieder Anschluss zu finden an die Standards der Bundesrepublik Deutschland. Und ich rechne eher mit einem Prozess, der bis 2017 dauern wird, konzeptionell. Wir werden sehr viele Verhandlungen und Kompromisse zwischen den Ländern aushandeln müssen. Wir werden vielleicht sogar auch einige Abstriche von unseren fachlichen Positionen machen müssen, um eine Einigung zu erzielen. Das ist im Bildungsföderalismus so. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Perspektive richtig ist, hier schnell dies und das zu machen, ohne den Gesamtkontext einzubinden. Ich möchte dabei nicht ausschließen, dass man einzelne Punkte vorziehen kann, weil sie weitgehend unabhängig gemacht werden können von solchen zentralen Entscheidungen. Aber ich bin fest davon überzeugt, Frau Oldenburg, dass die eigentlichen Systemfragen, wie ist das Niveau des Abiturs, wer entscheidet über den Übergang in das Abitur, welche Fächer geht es, auf welchem Niveau wollen wir die unterrichten, all diese Fragen, die wirklich spannenden Fragen, die auch, glaube ich, zu Ihrem Antrag geführt haben, sind am Ende aus meiner Sicht nur im Konzert der Länder regelbar. Und in diesem Sinne können Sie davon ausgehen, werde ich auch in der KMK agieren und
bin auch sehr fest davon überzeugt, dass uns dieses Thema in überschaubarer Zeit im Ausschuss in intensiven Erörterungen noch wieder begegnen wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Thank you.